So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. Wir folgen jetzt dem Paladin, den wir eben kennengelernt haben. Kann ich ja nicht mehr raus. Doch, jetzt. Ist ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. Ja. Wie gesagt, wir kamen an die Polizeistation an und müssen jetzt Paladin Danse folgen. Ich glaube, der hat zu viele LARP-Spiele gespielt oder Rollenspiele oder irgendwas anderes. Paladin, wie kommt man denn darauf? Bist du etwa ein Kreuzritter oder sowas? Wir nehmen diese Gasse, mir nach. Ja, ich folge dir schon. Ja, wir nehmen die Schrittfinte. Im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Alles klar. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir geht, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Aber Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Klar. Wir gehen der Sache nach, keine Sorge. Ich folg dir. Ich bin ein braver Bürger dieser Welt. Okay, ich bin kein Bürger mehr, weil... Oh oh. Ich hab dich doch. Den will ich doch gar nicht angreifen, du Trottel. Doofes Spiel. Na, davon brauche ich gar nichts. Das Rotplateau. Das überrascht dich vielleicht, aber mein Erkundungsdienst ist nicht das erste, das ins Commonwealth vorgedrungen ist. Über die letzten 7 Jahre hat die Bruderschaft 2 weitere Teams hierher geschickt, um Technologie zu sammeln. Okay. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht an... Oh, ich muss dich mal kurz unterbrechen, der redet ein bisschen viel. Ich wollte mir die Schrotflinte hier angucken, die ich bekommen habe. Nicht die. Habe ich keine andere bekommen? Oder doch, das war die. Okay, dann habe ich es jetzt. Was ich aber mal machen könnte. Hier, die Splittergranate wollte ich mal in Favoriten. Und zwar hier hin. Ja, geh ruhig weiter und erzähl ruhig mehr. Kannst mein Let's Play übernehmen. Let's Play mit Paladin Dance. Komm, hier lang geht's, okay. Ja, ich finde Fallout ist ein tolles Spiel. Also es ist ein tolles Spiel geworden, Fallout 4. Gab ja ein paar Kritiken, dass es schlechter als Fallout 3 sei, das finde ich jetzt nicht. Also bis jetzt gefällt es mir besser als Fallout 3. Aber ist ja Geschmack von jedem unterschiedlich. Kann ich nicht entscheiden, wie jeder das Spiel findet, ne? Warum gute Hunde? Für die Ehre. Komm hier. Du bist schon tot. Du bist tot. Okay. Ich nehme alles mit. Weil was man essen kann, sollte man auch mitnehmen. Ist okay. Ist okay. Ich habe noch Zeit zum Bluten. Jetzt können wir weitergehen. Oder ich brauche noch Zeit zum Bluten. Oder wie auch immer. Gut.
gute Paladin und seine Kampfrüstung. Die könnte ich auch mitnehmen, aber... die werde ich mir aufgeben. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Alles klar, dann gehen wir durch den Haupteingang. Okay. Dann mal da rein, nehme ich an. Pass auf, wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten, alles schön auf Vorschrift. Verstanden? Klar. Verstanden. Wunderbar. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentrier dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Ich kann schon zielen, nehme ich an. Da brauche ich deine, pass auf, wo du hinzielst und so weiter, Tipps nicht wirklich. Ja, und wie gesagt, die Ladezeiten sind furchtbar in Fallout 4, zumindest auf der Xbox One. Ah, das ging ja gerade noch so. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Tja, so sind die Menschen. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Er wirkt der Stählernen Bruderschaft. Das sehe ich, wir haben die Party verpasst. Ist das das Werk der Stählernen Bruderschaft? Leider nein. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Was sind Synths? Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Okay. Was ist das Institut? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich unter der Erde verkrochen haben, als der große Krieg begann. Haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, das Commonwealth mit ihren Technologie-Albträumen zuzumüllen. Dann mal Augen offen. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar, gehen wir weiter. Gut, haben die hier irgendwas zum Mitnehmen? Anscheinend nicht. Der Laden hier ist ziemlich ruiniert. Ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren könnten. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Okay. Wir haben plötzlich nicht alles. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Ich glaube, hier rüber geht das. Erinnerung, Passwort, Sicherheit. Dies ist die jährliche Erinnerung daran, dass alle Passwörter für die Terminals und Zentralrechner monatlich geändert werden müssen. Sollte dies nicht geschehen, kann das zu automatischen Passwortänderungen, zur Aufhebung von Netzwerkprivilegien und oder zu Disziplinarmaßnahmen führen. Bitte tragen Sie dazu bei, dass ArcJet Systems weiterhin Sicherheit bleibt. Automatische Passwortänderung. Laut Protokoll ist Ihr Terminal-Passwort 3 Monate lang nicht geändert worden. Aus Sicherheitsgründen wird Ihr Passwort jetzt zurückgesetzt. Ihr neues Passwort lautet 9JB3N. Diese Nachricht wurde automatisch erstellt. Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht. 9JB3N. 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 Wo muss ich das denn eingehen? 9JB3N. Merken wir uns das mal. Mit der Hoffnung, dass ich weiß, wo ich das eingeben muss. Hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Ah, hier. Ach, muss ich mir gar nicht. Tür öffnen. Türen werden geöffnet. Okay. Laborsteuerung. Okay, nicht möglich. Aber ich habe die Sicherheitstüren geöffnet. Wir haben Gesellschaft. Seltsam. Das sind diese Sins also. Okay.
Also Robotermenschen. Schockschlagstock. Fusionszelle. Das sollten wir nicht dem Müll daran überlassen. Und gucken. Nee, das sollten wir wirklich dem nicht überlassen. Weil das können wir selber mitnehmen. Oh, ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause nach dem Ballon. Okay, ich glaube, er braucht Hilfe. Oder auch nicht. Und er zerstört einfach alles, was ihm in den Weg kommt. Hallo. Komm hier, nimm das. Ja, ich weiß. Okay. Diese Sins, ey. Die sind schon gefährlich. Gut. Das wäre auch erledigt. Ist hier denn irgendwas? Ah, eine Rüstungswirkung. Können wir das hier verwerten? Okay. Okay, war hier noch irgendwas? Irgendwas, das wir modifizieren könnten oder sollten? Gekocht. Oder umgewertet. Fünf von zwölf oder sieben? Dann machen wir das hier. Und fertig. Ohne Extras. Ist schon gehärtet. Behandelt. Und dann machen wir... Na gut, ist schon. Okay, das war's. Ah, der kann ja auch was machen. General? Cool. Was kann die eigentlich? Nicht schlecht. Aber die kann ich nicht verbessern. Kann ich auch nicht verbessern. Kann ich auch nicht verbessern. Obwohl, war da was, oder? Nee. Kann ich hier nichts mehr machen? Nö. Okay, das war's dann. Kanister. Oh, Patronen, aber nicht 10mm Patronen. Wie viel Platz habe ich noch im Inventar? Okay, noch ein bisschen. Gut, wir können weitergehen. Ich bin bereit. Die verdammten Zins haben sich hier überall festgesetzt. Habe ich gemerkt. Bleib wachsam, da vorne sind Geschütztürme. Alles klar, dann gehen wir vor mit der Ausrüstung. Platsch. Nein, mein letzter Schuss war... Mach du das mal, du machst mehr Schaden als ich. Lang leben. Mach du mal, du hältst mehr aus. Okay, das noch eins. Ist hier noch was? Nö. Wäre doch eine gute Unterstützung, oder? Ich denke schon. Ein Kalkulautomat. Gut, gehen wir weiter, Paladin. Der Kern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Oh,
Lader schneller. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Ja, ist mir auch aufgefallen. Eine Flansch, was auch immer das ist. Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Wir müssen weiter versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wieder herzustellen. Bist du da runtergesprungen, du Vollidiot? Die Gelehrten könnten sich hier ewig austoben. Alter, ist er da runtergesprungen, der Vollidiot. Das ist ein guter Begleiter. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Mach ich doch. Ja. Lass mich durch. Dankeschön. Perfekt. Was ist das denn? Ah, ich verstehe. Der Junk Set ist diese Junk Chat, meine ich, sorry. Kann ich den dann platzieren nach unten, bitte? RTE. Oh, fuck. Das machen wir da mal rein, Knochen. Kombi-Schraubenschlüssel. Da ist... Na, Zigaretten können wir auch mal reinmachen. Stahl haben wir noch genug. Okay. Alles klar. Warte mal, da war was mit Techniker. Da habe ich doch gerade irgendwas bekommen. Und das hier. Hier, persönlicher Eintrag wieder gehabt. Johlen, grinsen, lachen, spotten, necken. Oh, er hat einen Highschool-Abschluss. Alles gut, er war sicher am Werkunterricht. Guck mal, er liest Wissenschaftsmagazine. Ha, ha, ha. Werkunterricht. Sollte ich das hier mal im Werkunterricht machen? Meine Ingenieurskunst. Das Beste auf dem Gebiet beschleunigter Waffen. Meine Schönheit. Mein Junkjet. Die werden sich noch wundern. Diese Ingenieure mit ihren Anzügen und tollen Abschlüssen. Am Montag werde ich es ihnen zeigen. Alles klar. Das entsperren wir mal. Das war einfach. Wie schön. Eine Golduhr. Du bist ziemlich geschickt mit einer Haarklammer. Dankeschön. Das hört man nicht sehr oft. Jetzt kommt wieder dieses scheiß Rätsel, oder? Ja. Das mit dem Passwort. Das mag ich so gar nicht. Treffer 0. Capt, also da war nichts mit E, P, T und K. Gut, das macht es doch einfacher. OP. Shop. OP wollte ich was. Könnte sein. Treffer 1. Chat, nee. Wire, nee. Plan. Nee, Plan war es auch nicht. Gut, dann habe ich nur noch einen Versuch. Da könnte ein S drin sein. Oder ein O oder ein P. Nee, gar nicht. Ein P nicht. Ein S oder ein O. No, ne. Seed, ne. Mir, ne.
oder O? Netz, ne. Lüft. Slum. Nö. Gut, dann machen wir das nochmal. So lange, bis es klappt. Ich mag dieses Rätselraten nicht. Dankeschön. Fangen wir mit lauter. Eintreffer. Song. Geschafft. Der Maschinenkern wird mit Dodge-Strom betrieben. Um Energie zu sparen, wurden alle nicht wichtigen Systeme und Vorgänge deaktiviert. Achtung, der Maschinenkern wird mit Notstrom betrieben. Naja, habe ich gelesen. Hilfsgeneratoren starten. Alles klar. Aber wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Also, ciao.